Herzlich willkommen zur nächsten Folge. Gut, letzten Part, alles aufgeräumt, fehlt nur noch das Ende. Und deswegen würde ich sagen, machen wir das Ende natürlich fertig. Wir machen zuerst die Herausforderung. Wenn wir ein paar Ausgestoßene sehen, so wie hier, das ist jetzt ein bisschen weiter weg natürlich, nehmen wir das natürlich mit. Aber ansonsten müssen wir nur noch die Häuptlinge eigentlich töten. Und dann wär's wahrscheinlich schon, ja. Weil dann kommen wir mit der Story voran, halten wahrscheinlich neue Dinge frei. Scheiß Karagor. Oder kann ich ihn übernehmen? So. Hä? The fuck? Der ist an einem Grauk gestorben. Random Grauk. Da ganz hinten in der Festung. Wo ist der Grauk hin? Der Grauk. Der Karagor. Nein, Karagor! Ich muss sie befreien. Scheiß die Wand an, ey. Ich muss ihn übernehmen. Ah, ganz kurz nur. Bitte kein Karagor. Warte, ich übernehme ihn kurz. Jawohl. Oh, das war nicht das. Oder nicht die Absicht. Ich wollte ihn eigentlich essen. Komm her, Boy. Greif ihn an. Genau. So, trink. Ob du meine Trunkenbolde von Freunden auch retten könntest. Sie geraten andauernd in Schwierigkeiten. Ja, ich versuch's mal, ne? Boah, jetzt müssen wir aufpassen, ey. Da hinten hin, extra für den Dolch, aber der war eigentlich schwach. Wie weit ist er weg? Boah, der ist schon ziemlich weit drin da. Nee. Die Rune ist eh trash. Das bringt nur 25 Coins, nenne ich jetzt mal so. Lassen wir das. Wir wollen nicht in eine große Schlacht geraten, sogar wenn wir Cargo haben. Deswegen gehen wir zu der Mission oder Side-Mission. Da hinten war eine Explosion, eine dicke, wo auch immer. What the fuck? So, und dann hier hoch. Wunderschön. Da kann ich nicht mit dem Cargo gut hoch, deswegen zu Fuß weiter. Gut. Schleichende Herausforderung. Geflüster des Todes. Jeder Diener des dunklen Herrschers, der ihnen in dieser Nacht seinen Ruf folgte, sollte den Morgen nicht mehr erleben. Alles klar. Lass dich nicht entdecken, GG. Bitte Us, nachdem du sie mit der Fähigkeit anlocken zu dir geführt hast. Oh. Das heißt, ich muss ja G drücken und sofort links klicken. Das ist, glaube ich, das Schnellste, wie wir es hinkriegen können. Ah, wie machen wir das jetzt am besten? Lass dich nicht entdecken. So was mag ich ja nicht, ne? Machen wir den zuerst. Jawohl, hat gezählt. Weg, 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 weg. Oh, war das knapp. Holy shit. Okay, dann zum nächsten, würde ich sagen. Oh, das sind viel zu... Das sind viel zu viele. Das ist viel zu eng hier. Viel zu eng. Zweiter. Ah, der da oben steht auch so widerlich, ne, wirklich. So im Weg, weil dann könnte ich den easy killen. Er muss sich umdrehen. Aber ich glaube, das macht er nicht. Soll er die Wand angucken? Ich muss warten. Das ist ein schwuler Winkel. So kann ich da nichts machen, ohne entdeckt zu werden. Und ich will ja die kleine Minimission schaffen. Scheiße. Gleich nach unten. Hey, komm hier, ist das knapp. Oh, das sind zu viele. Ah ne, die sind alle oben. Ich habe etwas gesehen. Und weg. Und weg. Okay, klappt sehr gut. Noch. Wir sollten einmal den Typ wieder oben killen. Der ist nur im Wege. Blöp. Die Armbrust fällt einfach runter. Yes!
Der vierte? Hä? Wo ist der andere? Ah, unter uns. Ich wollte gerade sagen. So, jetzt ist eigentlich egal. Hauptsache egal, wen noch töten. Oh nein. Ups, mein Fehler. Hier treibt sich ein Mörder herum. Und der letzte. Genickbruch. Jawoll. Ein heimlicher Dolch in schwärzester Nacht. Archan. Boah, das sieht geil aus. Die Hälfte des Textes ist geschrieben. Es fehlt noch die Hälfte. Nice. Ah, warte mal. Ist nicht der Skin jetzt anders? Warte mal, habe ich immer noch eine halbe Klinge oder jetzt endlich meine richtige Dolchklinge? Oh. Nee, ist doch nicht. Ich dachte, ich hätte sie. Schnauze. Ist hier weg. Boah, Hinrichtung pur. Wo willst du den Fettsack? Und weg hier. Und weg hier. Wir wollen hier nicht zu lang bleiben. Schnell durch, schnell durch. Und rüber. Jawohl. Gut. Kurz einmal Plan machen. Also, rauszoomen. Natürlich haben wir hier wieder so eine Mission frei. Die müssen wir auch eigentlich machen. Aber ich würde sagen, wir machen erstmal natürlich den Hauptmann. Jetzt nur noch die Frage. Habe ich das markiert? Habe ich, ja. So, den Hauptmann müssen wir killen. Redback ist der Einzige, der ihm dient. Das war der andere, der zwei hat. Ich hoffe, es wird nur der eine Hauptmann kommen. Es wäre gemein, wenn es beide wären oder alle an dem Punkt. Ich hoffe nicht. Töte die Häuptlinge. Wähle einen Häuptling für die Jagd aus. 0 von 4 getötet. Ja, muss ich doch. Scheiße. Gut, dann geht's auf die Jagd. So, wo ist am nächsten? Hier, der hier. Ja. Greift den Unterstützer und lass ihn Astosch um Hilfe rufen. Kann durch das, mehr hat er nicht. Boah. Okay, wird heavy. Versuchen wir. Weil, ich will erstmal die töten, da steht ja 0 von 4 und dann den letzten wahrscheinlich, damit nur ein Hauptmann überhaupt noch da ist für die Story. Falsch. Und wir müssen nach da oben, der ist ja hier. Dann gehen wir hier, hier, hier. Ich glaube, so passt das dann am besten. Deswegen habe ich auch den Hauptmann gewählt, weil es genau in die Richtung geht. Und da unten sind noch mehr. Genau, markieren. Und rein da. Finde ich gut, dass beides in der Nähe ist. Schade. Fuck my life, ey. Ich wollte eigentlich gerade den erwischen, aber nee. Das Spiel hat nicht gelassen. Alter, ist schlecht. Ich will terrorisieren. Haben wir hier Gegner? Ja. Es ist zu kalt. Es ist zu nass. Es ist zu dumm. Jawohl, mucks ihn ab. Zu Tode geschwunden, jetzt verfügbar. Ich konnte nicht länger laufen. Bitte rette meinen Vater. Die Orks schinden ihn zu Tode. Ja. Weg mit denen. So. Und dann ab nach oben. Nice, komm drauf mit dir. Jawohl. Hopp. So, Mission. Befreie sie von dem Tod, klar. Oh, in der Festung. Na gut. Grockfester vergiftet. Oh nee. Kann es nicht einfach sein, töte einfach alle oder so. Oder so richtig einfache, töte sie. Töte genug oder so. Stattdessen immer solche. Wo sind jetzt hier Grockfässer? Der ist für immer an dem Mast gebunden. Endlich. Es wurde auch Rat Luke. Gerät in Panik, wenn er brennt und grau. Okay. Und Fliegen. Die Fliegen gibt es hier viele, das ist gut. So, jetzt muss ich die Dinger vergiften. Warum solltest du Grock stehlen, Sklave? Du hast doch allen Schlamm, den du willst. So, Geduld. Und dann... Hup. So, flieht. Ihr Narren. So, wenn die alle weg sind, dann kann ich da reingehen. Und dann auch den einen vergiften.
Ach, der eine kommt von außerhalb, deswegen zählt das nicht. Und terrorisieren. Verschwindet. Psst. Falkläufer, hilf uns. Schnauze. Warte. Ich muss vergiften hier. Nein, nicht losschneiden. Vergiften. Hör nicht auf zu kämpfen, Waldläufer. Bist du das, Waldläufer? Schneid mich los, bitte. Ja, mach ich. Ich mache nicht alle drei, weil dann schaffe ich ja die Mission. Danke. Nicht. Und ich mache nacheinander. So, zweiten Grog. Und da ist der dritte Grog. Nein, der nicht. Ich würde so gerne sehen, wie einer dieser Menschen mich angreift. Habt ihr das gehört? Wieso kann ich diesen Gork nicht vergiften? Komm her, komm her, komm her, komm her. Ich höre schon Stimmen. Zurück an die Arbeit. Spring runter. Weg mit dir. Und weiter. Ja! So, und den letzten Gefangenen retten. Perfekt. Verdammt seist du! Wer denn? Gut. Danke, dass du uns gerettet hast. Der Grog war es nicht einmal wert. Hat geschmeckt wie nasses Zwergenhaar. Boah. So, und weg. Gut, da haben wir das geschafft. Wo ist die andere Mission? Die neue. Die neue ist da unten. Okay. Passt ja. Die Häuptlinge sind ja alle da unten. Und weiter geht's. Auf zum nächsten. Full Speed. Ich hab keine Angst vor Karagor. Ja, warte, bis einer kommt, Junge. Das Ding ist so riesig. Was willst du mit deinem Schwert machen? Einer von ihnen kann dich entstecken. Richtig. Wieso? Der andere hat schon mal ein bisschen mehr Hirn. So, let's get it. Der erste Häuptling. Belohnung 70p. Oh, das ist gut. Besiege die Leibwächter des Häuptlings, bevor du dich ihm stellst. Tipp. Er hat keine. Das ist das Gute. Greif den Unterstützer an und lass den Arschduft der Würger um Hilfe rufen. Jawohl. Lass diesen Uruk schreien und sein Meister wird antworten. Aha. Greif und halte den Unterstützer fest. Ah, das ist das. Okay, so ist das gemeint. Ich dachte, terrorisieren und schreit er beim Sterben. Ach cool. Immer so eine verschiedene verschiedene Herausforderungen, wie man die rausholt. Zack. Ja, immer noch der, ne? Es ist genau am Feuer. Ich muss da hin. Jawoll. Jawoll. Und feuern. Und rein da. So, neue haben wir noch nicht, ne? Doch, hier. Ui. Holy shit, der befindet sich in der Nähe. Kann sofort getötet werden, das ist gut. Oh, ein Fernkämpfer, der mit Fernkampf besiegt werden kann. Cool. Gerät in Wut, wenn er niedrig Gesundheit hat. Alter, wie das One-Shot ist, wenn man die greift, ist so geil. Oh, Bogen. Nice. Ui, wirf nicht. Sau. So, auf zum nächsten. Macht plus 10. Gut, näher ran. Und dann greifen und dann geht's los. Aua. Muss ich echt so lange? Weg, weg hier. Wir zählen mal, Mendel.
Boah. Boah, den Schild, wenn man eine Streak hat, kann man sofort zerbrechen. Den darf ich nicht töten. Ich muss den echt 15 Sekunden festhalten. Double Block. Boah, ist das nice. Oh, lol. Und. Die muss man zuerst killen. Fähigkeitspunkt. Nice. Nein! Oh Mann, weg hier. Oh, das war scheiße. Ey, so gemein. Er ist echt davon gestorben. Hätte ich nicht erwartet eigentlich. So, leise durch. Und durch. Und nochmal. Ist echt lustig, dass man das so resettet, ey. Lass diesen Uruk schreien und sein Meister wird antworten. Ja, aber da sind so viele. Das ist das Problem, mein Freund. Amuk. Der Kleine. Nice. Amuk, der Kleine, alles klar. Okay, dann müssen wir vielleicht alle mit Bogen töten schnell und dann ihn greifen. Scheiß Anzeige da oben. Ich kann sowieso keinen Skill nehmen. Na gut. Nochmal. Aber diesmal gehen wir ganz hoch. Ganz hoch. Nein, nicht so. Mensch. Runter. Nach rechts. Und hoch da. Voll. Das ist der richtige Weg. So, wie viele haben wir denn hier? Genügend. Sehr gut, ein paar laufen. Weg mit dem. Schnauze. Jawohl. Jawohl, guck ich das Bild an. Nice. Nice, cool, dass sie es eingeführt haben. Ist erschienen. Oh, das ist geil. Irgendwie, ey, nice. Dieses Game ist aber Bombe, ey, wirklich. Warte, geht das eigentlich noch so wie früher? Ja, lol, funktioniert immer noch, merke ich mir. Menschendreck. Hast dank der Geisel meine Aufmerksamkeit. Ja, natürlich. Was denkst du denn? Alter, wie die Mitte ohne Häuter singt. Das ist ja mal so geil. Oh! Ich hätte laufen sollen, als wir sind zu nah an der Wand. Die Kamera. Zack, davon kann er sich nicht erholen. Oh, grün oder gelb ist das? Episch? Ich glaube, es ist episch. Weg ist er. Einfach geil. Episch, ja. Chance, dass bei einer Schleichbrandmago ein Gegner... Irgendwas stand da noch. So, die laufen alle weg. Wir holen uns natürlich Informationen. Die sind, glaube ich... Nee, das war das. Ah, da drin liegt das sozusagen, okay. Jo, voll Metall. Kopfabschläger.
Oh, der hat nur eine Stärke. Wenn er niedrig ist, dass er wütend wird, aber der Rest ist ja mal richtig schlecht. Oh, Fleischsammler entkommen. Fuck. Okay, erstmal kurz die Rune angucken. Also, hier haben wir sowieso nichts. So, der Bogen. Hier haben wir 33% Chance, dass sie in die Flucht geschlagen werden. Bei einer Schleichtötung mit dem Bogen werden 37 Fokus wiederhergestellt. Komm, nehmen wir mit. Weil das ist kein Prozent, sondern wie viel Prozent es wiederherstellt. Das ist das Geile. Es ist immer da. Selbst wenn es 50% immer da ist, hätte ich lieber als 50% 100. Um ehrlich zu sein, ja. Außen wobei, 50% 100 ist schon viel. Aber 50-50 oder 50% immer vom Maximalen ist besser sogar. So, der Dolch. Hier haben wir einen epischen. Chance von 33%, dass sich bei einer Schleichbrandmarkung ein Gegner in der Nähe des Ziels ebenfalls markiert wird. Oh, das ist geil. Junge, markierst einen, kriegst noch einen kostenlos. Aber wie ihr seht, das ist halt nicht so wie von den DLCs, wo keine Prozente da sind. Deswegen sind die normalen epischen nicht so stark oder manche random. Aber trotzdem, ist nicht schlecht. Werde ich nehmen, wenn ich irgendwann Brandmarkung freigeschaltet habe. Ab da beginnt das Spiel erst richtig in seinem richtigen Element. Weil das ist jetzt noch Kinderkleinkram. So, holen wir jetzt erstmal die Rune von damals. Feiger Hund. Stellt bei einer Schleichung 55 Fokus wieder. Oh, halt. Gott, jetzt haben wir noch eine gute, aber die ist weiß nur. Fuck, Stufe 10. Wenn das also Stufe 20 wäre, wäre das 100% oder was? Boah, das ist heftig. Eine Schleichung Fokus 100. Heftig. Na gut, dann. Wir brauchen den nächsten Hauptmann. Welchen nehmen wir jetzt? Der hat einen. Der hat keinen. Der gehört zu der Hauptmission. Der hat sogar zwei. Elite-Häuptling, Elite-Häuptling, altgedienter Hauptmann. Macht 15. Oh, das ist der stärkste. Zack her. Gerät in Panik bei Ghoulen. Ja, die haben wir nicht immer. Die sind nur in der Nähe. Da muss man speziell kämpfen. Kann durch Kampf verwundet schützen, kann durch Fernkampf. Das ist gut. Fernkampf können wir ordentlich Damage rauspoken. Kann nicht durchschleichen. Schwer zu töten. Möglicherweise Todesstoß. Giftige Waffe, gut, dass wir den Counter dafür haben. Sturmangriff in gerader Linie, also müssen wir über ihn springen. Und er hat keinen Block gegen... Also das Schlimmste ist, wenn ein Schildträger Blocken hat gegenüber drüber springen, weil es ist sehr schwer zu steuern, dass er nicht triggert, über ihn zu springen, wenn du seitlich springst. Widerlich. Das sind echt die schlimmsten. Schild und Schildblockade, boah. So, wo ist der? Der ist da unten. Ich muss eigentlich den hier töten, weil sonst ist er mit dabei. Außer er ist schlecht. Er ist schlecht. Ich kann ihn sofort durch Schleichen töten. Das Problem ist, ich glaube, der erscheint nicht, solange der andere nicht erscheint. Und wenn er erscheint, ist es schon zu spät. Aber den könnte ich zuerst killen, ganz schnell. Was muss ich hier tun eigentlich, um ihn? Töte Schützen, um Ascom hervorzulocken. Ja, warte mal, dann können wir das sogar gleichzeitig machen. Den mit erst die Schützen töten, er kommt raus, der verfolgt ihn. Wegen Leibwächter. Und dann töten wir den ganz leise, hoffentlich. Und dann haben wir einen 1v1. Okay, versuchen wir. Ziehen wir hier. Level 15 ist jetzt der höchste, den wir hatten. Bin mal gespannt. Dann teleporten wir mal. Das ist der da unten. Ah, das ist näher. Da wären wir. So. Oh, unter uns befreien. Nehmen wir mit. Hopp. Imponieren. Junge. Richtiger Poet, wa? Ey, trägt ihn nicht. Mein Gott, ich komme da immer noch nicht ran. Jetzt aber. Der war viel zu weit unten. Sehr schön. Bitte, rette meine Freunde. Sie zwingen uns, die Karagor zu hüten. Wenn wir nicht gefressen werden, werden wir geschlagen. Boah. Schlimmes Schicksal. Gut. Dann einmal ein bisschen sprinten. Ist niemand? Nee. Okay. Über die Kiste, dann sind wir schneller. Ah, ja, ja, ganz ruhig. Da hinten ist die Mission. Oh. Ja, dann nehmen wir das mit. Beides in einem. Wenn wir schon hier sind und das die neue ist. Hopp, hopp. Zu Tode geschunden. Tötet ihr Zuchtmeister, jawohl.
In den Höhlen. Und einer draußen. Eliminiere Urks durch Schleichtötung. Okay, 10 Schleichtötungen. Ja. Das sollte möglich sein. So, Speedy Gonzales. Wenn die anderen Sklaven deine Leiche auf dem Pfahl erblicken, werden sie vielleicht schneller arbeiten. Du Wichser. Schnauze. Ich muss es leise machen. Jetzt die Frage, ne? Wie töte ich die leise? Vielleicht so. Nee, der eine sieht das sofort. Ich sehe das doch. Muss ich leider so machen. Du arbeitest langsamer als ein Zwerg. Dein Tod soll noch viel länger werden. Komm schon, lass uns kämpfen. Ach, leck mich doch. Ist weg. Wenn ich jetzt alle töte, habe ich keine Ziele mehr. Och man, das ist so eklig, wie das hier gemacht ist. So dumm. Alle sitzen am Feuer. Ja, Glückwunsch, ich habe keinen Kettenreaktionskill oder so. Ja, dann nehmen wir den hier hinten. Den haben wir. Danke. Bitte. Schade, dass es auch nicht random nebenbei war. So. Die Bleichhaut ist längst weg. Was? Habt ihr das gehört? Mach eine. Weg. Dann zum nächsten. Einige sagen, ein Häuptling sei getötet. Jawohl, komm, 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 komm. Er ist über ein Fass gestolpert. So, zum nächsten. Jetzt geht's schon besser. Viel, viel besser. Du kannst ein langsamer oder ein toter Sklave sein. Halt, warte. Das ist ja die gleiche Art Sklave. Scheiße. Zu viele hier schon wieder. Drei Leute muss ich gehen. Das sind genau die drei. Hier ist nichts. Hab mir das Geräusch wohl eingebildet. Hier treibt sich ein Mörder herum. Komm her. Zählt das? Jo, das zählt. Herkomm, herkomm. Lauf nicht weg, du Fettsack. Das ist geil. Gut, dass ich mir den Skill geholt habe. Oh. Noch einer? Wunderschön. Und befreien wir sie. Ja, nicht das beste Gelände genau fürs Schleichen, weil ich wünschte, wir hätten... Vielleicht gibt es ja noch den Skill, dass wenn man zum Beispiel jemanden absticht, leise, kann man Kettenreaktion zunächst und sofort dashen mit dieser Elbenform. Und immer so weiter, solange du Fokus hast. Und du bezahlst Fokus oder die Pfeile dafür, der natürlich nicht unendlich broken ist. Da könnte man auch 100 Ziele auf einmal ausschalten. Zack, Junge, Alter. Befreie mich oder töte mich. Mir soll es gleich sein. Wir waren nicht allein. Bitte, finde unsere Freunde. Was sucht ihr gerade hier so viele, ey? Respawn, respawn, ohne Ende. So, der letzte ist in der Höhle. Auf geht's. Ja, vielleicht hätte ich auch in der Höhle jemanden killen können, aber ich wollte es sofort erledigen. Nee, scheiß auf ihn. Schleicht da jemand umher? Vielen Dank, Waldläufer. Bitteschön. Boah, boah, Alter. Terrorisieren ist so pervers gut, ey. Die Animationen. Der Junge, Style pur. Das Game macht so Bock, ey. Verrückt. Sie schinden uns alle zu Tode, wenn wir sie lassen. Danke, Waldläufer.
Alles gut. So, jetzt haben wir das geschafft. Jetzt können wir zum nächsten Häuptling endlich mal gehen. Ohne Unterbrechung hoffentlich. All diese Bleichhäute verpesten die Luft auf Festung Marm. Das ist gar nicht mal so übel. Oh mein Gott. Nein! Ah, wenn die Animation erstmal zu Ende laden muss, wenn man oben ist und dann wieder runterspringen. Boah, war das knapp. Gut, terrorisieren. Ich glaube da. Weg mit euch. So eine wichtige Fähigkeit, wenn man keinen Bock auf die kleinen Orks hat, ne? Wirklich. So, sprinten. Ah, wie schnell die sind, ey. Holy shit. Boah, da hinten ist eine ganze Gruppe. Was ist da los? Holy shit. Armada, pur. Herzlich verletzt, mal runterspringen. Todesschütze. So, rein da. Unser Feind hat überall Augen. Reiß sie raus. Jawohl. Töte 5 Schützen. Warum sollte er sonst wie ein Narr auf einem Karagor umherreiten? So, der erste. So, 1 und 5. Gut, fehlen nur noch die anderen Schützen. Kann ich hier rauf? Geht nicht. Okay, Metall ist nicht besteigbar. Aber ich kann da hinten jumpen. Oh, rein da. Oh, ich liebe den Skill mit diesem Schattenangriff. Es gibt noch zwei andere. Schatten aufsetzen und Schatten töten. Das hier betäuben. Ich freue mich schon, wenn ich die hab. So, ist hier noch jemand? Nö. Cool, wie ich Fokus zurückbekomme, ist das broken. Unlimited Slow-Mo. Da ist der Dicke. Boah, die leben, der Lebensbalken oben rechts. Okay, wir wissen den Plan. Wir müssen den einen unbedingt leise ausschalten. Boah, sind das viele. Jawohl. So, sein Kumpel ist weg. Na? Boah. Das Töten meiner Uruks hilft dir nicht. Dein Blut wird den Boden tränken. Nee, nee, Kumpel, deins. Wahrscheinlich nur. Oh. Komm und kämpfe wie ein echter Krieg. Sag, aber ich kann ihm Schaden machen. Doch, kann ich. Ich höre schon den Schrei. Und jetzt ist er tot. F. Oh, jawoll, Junge. Weg mit ihm. Schöner, glatter Schnitt. So, minus 2, wa? Sehr schön. Und weg ist er. Da waren es nur 3. Stellt bei einer Schleichte 79 Fokus wieder. Noch besser als das andere. Stellt bei 55 hier. Herrschaft durch Angst. Interessant. So, dann bleiben noch 2, ne? Die letzten 2... Bevor ich dahin gehe, metzle Horden von Feinden nieder, um Ushbaka zu zwingen, sich dir zu stellen. Und hier? Zwinge Mok zum Handeln, indem du seine Bestien freilässt. Hat er Angst vor den Bestien? Hat er nicht. Er ist ein Bestien schlechter. Achso, das war ja der Stärkste. Den muss ich leise killen. Nur das ist die größte Schwäche von ihm. Der Rest ist richtig kacke. Okay, und was ist bei dem gewesen? Ah, das ist der, der vor Karago Angst hat und auch von Schleichen. Aber der war auch richtig stark. Und der hier war ja so lala, glaube ich. Ne, der hatte gute Dinge, genau. Okay. Aber der hat 2. Bei dem müssen wir mehr vorbereiten. Ich glaube, wir fangen erstmal mit dem an. Der hat auch keinen mehr.
Genau, den markiere ich mal. Zack. Und dann haben wir das. Jetzt muss ich nur schnell weg. Komm. Schnell hier rauscrouchen. So, hier ist das. Ah, ist doch perfekt. Aber ich würde sagen, ist ein guter Stopp, weil wir lassen natürlich auch was für den nächsten Part. Weil wir wissen nicht, was dann in der Story passiert, ob es nur Story ist oder nicht. Deswegen würde ich sagen, machen wir Stopp. Also Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge und bis zum nächsten Mal.